Und an sich ist eigentlich eine nie benutzte Klasse, weil auf einer normalen Map, also in der Capture Flag Map, bringt es einfach nichts. So. Jetzt frage ich mal, ob die Jungs bereit sind. Ja, dauert noch ein bisschen, oder bis sie bereit sind. Du musst ja scheint. Generell nein, sie schreien alle nein. Sportkippe rauchen gehen und Sachen für ein Brötchen essen. Sachen, die muss man noch machen. Oh, ich schreibe hier eine den Mizo. Eine lustige, ich habe hier, ich will eure Meinung wissen im Forum, und zwar der Gorko 122, der sagt, mit einer 1 Mbit Leitung hat man genauso einen guten Ping wie mit einer 100 Mbit Leitung. Das könnt ihr ja bitte mal widerlegen, wenn hier technisch affine Personen im Raum sind. Vom Fernseher, vor dem Internetstream, dann schreibt doch einfach mal bitte in die Comments, warum, wieso eine 1 Mbit Leitung nicht so einen guten Ping fabriziert wie eine 100 Mbit Leitung. Ja? Vielleicht liegt es auch im Upload. Vielleicht aber auch an der Maus. Das kann auch sehr gut sein. Und aber dann machst du jetzt gleich anfangen. Da kriege ich schon die Queries dazu. Und werde ich dann im Laufe der Sendung vielleicht noch, wenn wir Zeit haben, vorgesehen. Aber jetzt geht ja erstmal los, oder? Geht's los? Ich warte eigentlich drauf, dass die irgendwann mal. Da sehen wir das Menü. Wir können auch ein bisschen spielen sonst. Selber ein bisschen spielen. Wir haben leider nicht so viel Zeit, weil wir danach noch Enemy Territory haben. Da haben wir ein Special mit dem kleinen DJ von Giga 2. Und dort werden wir uns das neue. Dort werden wir uns die neue ESL-Config anschauen und haben dafür ein Showmatch zwischen Nice und die. Quietschentchen. Habe ich das richtig gesagt? Geht so. Oh, es geht los. Geht so. Aber jetzt erstmal Day of the Field 1.3. So, jetzt greift HFD sozusagen an, versucht jetzt die Panzer zu zerstören. Hatten jetzt gerade wie viele Punkte? 163. Ja, ich werde mir das hier gleich mal nochmal aufschreiben. Ich wollte es aufschreiben, bin dann aber geschickterweise abgelenkt worden von einem Zuschauer. Aber es waren um die 117 zu 122 zu 63, kann das? 122 zu 63, ja, kann bestimmt. Du bist mit so großen Zahlen. Bei mir, bei dem Spiel, was ich spiele, da sind am Ende immer 30 Runden. Mhm. Jetzt sieht man hier wie Proof außen. Ja, Hitman wird sofort vom Sniper erwischt. Proof versucht jetzt eben wahrscheinlich mit der Granate lang zu treffen. Wie viel zieht so eine HE ab? Wenn man so gut wirft, ist man sofort tot. Ja? Also, ja. Proof im Nahkampf auf dem Sniper, im zweiten auf dem Platz. Da sieht man schon die ersten Bazooka-Schüsse. Und Platz erstmal klar gemacht. So, und geht jetzt sofort links durch. Versucht jetzt links. Guckt erstmal Richtung Kirche, ob sich da nicht wer versteckt. Und versucht jetzt links ein bisschen Druck zu machen. Und HFD daran zu hindern, schnell wieder fortzurushen. Versteckt er sich hier ein bisschen. Jetzt können ein paar Gegner von rechts und von links kommen. Jetzt muss man natürlich immer schön lauschen. Ja, durchgesprungen, kein getroffen. Ersten hat er, aber noch zweiter, den hat er. Ja, trotzdem hat aber eigentlich. Hat gut Druck gemacht auf jeden Fall. Gut Druck gemacht, genau. So. Hat sein Soll erfüllt, sagt man dazu auch. Dead Eye ist mal wieder hier am Prone, also er hat hingelegt. Macht er an sich ganz gerne. Jetzt wurden zwei Spieler gedroppt. Connecten sofort wieder. Jetzt weiß ich nicht, was hier los ist. Kickt bei Console. Ja, passiert auch hin und wieder mal. Irgendwie, ja. Also die haben irgendwie einen komischen Server auch, oder? Kann das sein? Irgendwie steht am Server? Fliegen da die Leute die ganze Zeit runter. Welcher Server ist das? Das ist der von HFD. HFD. So. Haben den selber konfiguriert. Wahrscheinlich, ja. So. Das sieht, wenn man sein Auto selber repariert. Kann man auch ganz viel falsch machen. So, jetzt sieht man hier Ocelot. Versteckt sie jetzt hier oben praktisch in dem Haus auf der rechten Seite. Wartet jetzt sozusagen auf die HFD-Leute und versucht ihnen dann wahrscheinlich den Rücken zu schießen. Ja. Und schießt daneben. Und schießt daneben. Jetzt hat er 5 Minuten Zeit gehabt. Na gut. Zum Aimen. Jetzt versucht er natürlich sofort Richtung Pläne zu kommen, weil er hofft, dass der Gegner ihn jetzt nicht bemerkt hat, wirklich. Nö, er hat nur zweimal geschossen. Das hört der Gegner bestimmt nicht. Da sind die Pläne. Jetzt hat er die Pläne und wurde sofort erschossen. Das heißt. Ja. Aber er hatte sie schon mal, hatte sie vielleicht 2 Meter tragen können. Ein Panzer ist inzwischen kaputt gegangen, sehe ich gerade. Wenn du die Pläne droppst, droppen die dann dort, wo man stirbt, oder sind die dann wieder an ihrem angestammten Platz? Überlegen. Die droppen an dem Platz, wo man gerade war, sozusagen. Also
muss die Pläne dann wieder einsammeln, bis einer von den vom gegnerischen Team halt auf die Pläne sozusagen draufläuft. Auf dem eigenen Team und dann sind die Pläne praktisch wieder am Start. Also man kann die Pläne nicht sozusagen verstecken, das geht nicht. Achso, das heißt, man kann sie nicht verstecken, man kann sie aber auch nicht in Etappen nach vorne transportieren. So, geht man hier rechts. Wie hier, eine Pistole. Hat sehr wahrscheinlich dann die Bazooka, wenn er jetzt auf der Pistole ist. Ich bin recht defensiv, also hier hat auf jeden Fall die Pistole. Die Bazooka. Okay, jetzt wurden seine Frontleute erschossen, versteckt sie natürlich sofort. Hofft jetzt vielleicht, dass die an ihm vorbeilaufen und er zu den Panzern kommt. Dann sieht man ja wieder. Ja, du sollst nicht vorbeilaufen, Gassen. Genau, er trifft natürlich nicht, hat nur 5 Schuss. Dann geht das eigentlich viel besser, aber hat halt noch ein Leid gehabt. Ja, da hätte er doch einfach mal Ruhe gegeben. So. Was sind wir jetzt hier? So, jetzt sieht man, wie SK fast am eigenen Spawn ist. Die rechte Seite versucht Druck zu machen, trifft aber nicht. Dafür der Sniper. So. In dem Moment ist relativ ausgeglichen, wie man sieht. 16 zu 14 noch. Ah, versucht die Sport zu treffen, trifft ihn nicht. 16-14 steht. Da verkauft sich außen mal wieder ein bisschen besser, obwohl jetzt, wenn man, vor allem da man gerade sieht, dass sie jetzt, HFD, bekommt jetzt ja gerade 2 Punkte und außen nur einen, ne? Ja, richtig. Das muss man auch nochmal bedenken. Allerdings muss man dazu sagen, dass außen gerade immer nur mit 4 Leuten gespielt hat. Und auch wenn es eine kurze Zeit nur war, aber sowas bricht natürlich die Taktik, gerade wenn man irgendwie vorgekommen ist und auf einmal droppt man, ist immer ärgerlich. Dead Eye hier ein bisschen offensiver zu spielen. Kommt noch sehr weit vor, aber da wartet schon der erste Gegner auf ihn. Ja, kannst auch ein bisschen durch die Wand schießen, durch die Ecke, da geht's auch durch. Bin mir sicher? Kann man machen, ja. Da kommt noch der Mate nach. Ja, wird aber sofort wahrscheinlich von auch einem hinter irgendeiner Ecke hockenden wieder. Ja, Ecke hocken, ich sehe schon, Ecke hocken macht Spaß. Ist heute aber auch extrem. Da hockt die Dodge-Spieler sagen immer, ihr Spiel ist so viel schneller als CS, ja? Und was machen sie? Hocken in der Ecke. Es ist schneller. So. Ja? Ja, warum? Weil brauchst du nicht so lange, um dich hinzusetzen, oder? Nee, es ist einfach dadurch, dass man immer wieder neu respawnt und nicht dieses Rundenverhältnis über CS hat, doch durchaus schnelleres Spiel. Aber sieht man vielleicht auch bald in der ESL-Bundesliga, die bald startet. Da werden dann auch die normalen Maps gespielt mit dem Capture the Flag. Da sieht man dann auf jeden Fall, dass es auch durchaus schneller ist. Das heißt, da wird auch immer noch was getan für 1.3. Ja, also wir starten jetzt bald die Bundesliga, die ESL-Bundesliga in 1.3 und in Source. Bei 1.3 mit knapp 40 Clans und bei Source habe ich leider die Zahl nicht im Kopf. Metallic weiß das sicher, der Metallic weiß das bestimmt, ja. 35, also fast genauso viel. Sieht man, dass die Szene doch durchaus schon so halb ist. Ja. Und das in einer doch recht kurzen Zeit. Also aber wie viel Zeit gibst du noch 1.3? Ich sag mal maximal. Bis die Szene ungefähr so groß ist wie in Unreal Tournament? Nein, also ich denk mal ein halbes Jahr. Halbes Jahr, Dreivierteljahr, dann wird 1.3, denke ich mal, tot sein. Ja. Also wird durchaus schneller gehen als bei CS. Also CS sieht man ja immer noch Source, jetzt die erste Source EPS. Kann, Source die, kann auch nichts. Jetzt die erste EPS, die stattfindet. Ja. Da freue ich mich trotzdem drauf. Wird sicherlich interessant. Vor allem Wusa ist ja auch dabei. Ja. Jungs zwar auch erst nur über. Den Loser-Racket geschafft, aber trotzdem dabei und bin mal bisschen, gespannt. Jetzt ein bisschen Training und da kann man ganz viel reisen, glaube ich. Gerade in der ersten Saison kann man da ganz viel reisen. Aber so viele Top-Spieler sind auch nicht umgestiegen von CS auf Source. Nee, man kann damit 1.6 immer noch mehr Geld verdienen. Ja, das,